by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates, baby. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me, yeah. Wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air. And now we may fall. Hallo liebe Dirtbiker, willkommen zurück im neuen Video aus dem sonnigen und sehr schwülen Italien. Genauer gesagt aus Dorno. Ich hatte heute die Möglichkeit mit den Jungs von Yamaha, die Jungs von Yamaha haben eingeladen zur Präsentation der neuen Yamaha YZ 125. Hier steht gerade so ein Prachtstück da, ihr habt es wahrscheinlich schon im Internet gesehen. Für 2022 steht einiges Neues auf dem Programm. Und die Ingenieure bei Yamaha haben wirklich keine Schrauben mehr dagelassen, wo sie mal war, und haben ein komplett neues Motorrad entwickelt. Dazu muss man wirklich sagen, mit dem Modelljahr 2022 läutet Yamaha die neue Generation der sehr beliebten Yamaha oder der sehr beliebten Zweitakt-Yamaha ein. Ich hatte jetzt heute schon die Möglichkeit, 6-mal die verschiedenen Bikes zu fahren. Tatsächlich hatten wir auch die Möglichkeit, die neue oder die große Schwester zu fahren, die 250er. Hauptaugenmerk liegt aber tatsächlich jetzt hier in unserem Video oder an dem Tag bei der neuen 125er. Eins vorweg, ich hatte es so unglaublich Spaß. Also ihr habt es wahrscheinlich schon in Instagram-Stories gesehen, in Dorno ist natürlich Spaß immer gegeben, aber mit diesem Bike war das echt der absolute Wahnsinn. Ich war am Anfang echt ein bisschen skeptisch. Ihr kennt mich, ich bin ein massiver Junge. Ich bin tatsächlich sehr selten 125 Kubikmaschinen gefahren und deswegen habe ich gedacht, oh, wie wird das werden? Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Um Gottes Willen hatte ich einen Spaß. Die Maschinen, die laufen so gut. Wir hatten die Möglichkeit, die standardmäßige 125er zu fahren, die tatsächlich schon sehr, sehr stark ist. Das Handling ist sehr gut. Ich gehe gleich ein bisschen auf die Veränderung ein. Alles kann ich euch natürlich in dem Video jetzt nicht erklären, weil das ist einfach zu viel. Aber ein sehr geniales Handling. Durch das neue Bodywork ist das Motorrad viel kompakter geworden, viel schmaler geworden. Und das merkt man natürlich auch beim Fahren. Wir haben ein sehr gutes Gefühl auf dem Motorrad. Das Fahrwerk, wir haben jetzt hier die neue Kayaba-Gabel drin. Sehr ansprechend. Die ist tatsächlich auf 80 Kilo ausgelegt. Die schaffe ich nicht ganz. Ich komme da ein bisschen leicht oben drüber. Aber ich hatte überhaupt keine Probleme mit dem Fahrwerk. Also jetzt gerade so in den letzten Turns ist die Strecke ein bisschen ausgefahren gewesen. Und wir hatten endlich mal ein paar richtige Anbremswellen oder Beschleunigungswellen, dass wir auch mal wirklich mal uns ein Fazit vom Fahrwerk machen konnten. Und ich muss sagen, mit meinem Gewicht 88, 89 Kilo, ich hatte überhaupt keine Probleme mit der 125er. Also, die Grundbasis ist geschaffen mit der neuen Generation der 2022er Yamaha YZ 125. Wir haben hier jetzt das standardmäßige Bike im schönen Blau. Ihr kennt es vielleicht aus dem letzten Jahr. Letztes Jahr gab es schon bei den Viertaktern speziell zur Bindung zu dem Werksteam die Monster Energy Edition. Die werden wir tatsächlich auch hier bei den Zweitaktern haben. Das ist wirklich cool. So kann halt wirklich jeder wählen. Möchte man eher auf Blau setzen oder auf jetzt, ihr seht es leider nicht, aber links neben mir steht die Monster Energy Edition in Schwarz. Sehr, sehr cool. Genauso wie bei der 250er.
Also, kurz und knackig, was ist denn alles neu bei der 125er? Rahmen und Schwinge wurde tatsächlich übernommen. Wir haben aber einen komplett neu entwickelten Motor. Also sprich, da ist wirklich alles neu. Neuer Kolben, neuer Zylinderkopf, neue Kurbelwelle, alles perfekt abgestimmt. Neuer Vergaser, neue Motorhalterung, das ist natürlich klar. Wir haben einen größeren oder einen höheren Zylinder, deswegen musste der ganze Rahmen etwas angepasst werden, aber der Hauptrahmen ist noch gleichbleibend und halt auch sehr gut. Was direkt ins Auge fällt, ist natürlich das neue Bodywork. Hier wurde wirklich auf eine sehr dynamische und sehr angenehme Fahrposition oder generell Position geachtet. Und was worauf sehr viel Wert gelegt worden ist, sind neue Lufteinflüsse. Also wirklich, dass mit den Motoren, die gerade die 125er richtig durchatmen können, haben wir jetzt hier wirklich sehr guten Lufteinfluss zum Luftfilter. Der wurde auch natürlich neu verbessert, damit mehr Luft durchringen kann und das Bike halt noch besser läuft. Bremsen wurden optimiert, sprich wir haben neue Bremsanlagen, die 30% mehr Auflagefläche haben und somit halt auch sehr viel bissiger oder viel funktionierender sind. Das muss ich wirklich sagen, zum Fahrwerk, die Bremsen, da passt alles. Generell Übersetzung natürlich auch ein bisschen verändert, das sind aber so Kleinigkeiten, die erfahrt ihr dann alle im ausführlichen Bericht im Printmagazin. Eins muss ich aber natürlich jetzt noch sagen, ihr kennt alle Yamaha GITR. Und das wird seit diesem Jahr, oder nicht seit diesem Jahr, aber das wird natürlich für die 2022er Modelle auch angeboten. Und die durften wir heute auch fahren. Wir durften tatsächlich Bikes fahren mit Komplettausstattung GITR. Das Kit wird direkt von Yamaha angeboten. Es wird um die 2.500 bis 2.700 Euro kosten. Aber Leute, das bringt euer Motorrad nochmal auf eine ganz andere Stufe. Uns wurde gesagt, laut Yamaha bringt das Kit 5 PS mehr Leistung, was natürlich enorm ist. Was aber viel intensiver war, da sind wir uns, oder uns Tester, sind uns da alle einig, ist die nutzbare Leistung. Also tatsächlich, die neue 125er ist schon sehr geil. Man kennt es aus den früheren. Da hat man wirklich ganz oben rum nur die nutzbare Leistung und musste die wirklich ausquetschen. Hier bei der standardmäßigen 125er haben wir gerade im mittleren Bereich auch schon sehr viel Leistung, aber mit dem GITR-Kit wird alles nochmal auf die nächste höhere Stufe gebracht und man hat so viel Leistung, die aber wirklich nicht überhaupt nicht aggressiv ist, sondern man kann die Leistung, die geboten wird mit dem GITR-Kit, auch perfekt nutzen auf der Strecke. Wirklich, das kann ich euch nur ans Herz legen. Es ist natürlich viel Geld, das muss ich auch sagen, aber wenn ihr natürlich rennorientiert seid oder euer Motorrad einfach perfekt optimieren will, dann muss so ein GITR-Kit drauf. Das kann ich wirklich euch nur bestens empfehlen. Was mir auch noch einfällt, Krümmer wurde neu gemacht, Auspuffanlage ist jetzt kürzer und natürlich auch leichter, es wurde am Gewicht gespart. Alles in allem ein sehr geiles Rad sage ich schon, ein sehr geiles Motorrad. Es war mir eine Freude. Ihr habt es wahrscheinlich schon ein paar Fahraufnahmen gesehen. Als abschließendes Wort muss ich tatsächlich sagen, ich bin sehr offen in den Test reingegangen. Wie gesagt, ich bin kein 125er-Fahrer, aber ich hatte so viel Spaß mit diesem Motorrad. Klar, wir sind hier in Dorno, aber das Motorrad, muss man tatsächlich sagen, Yamaha läutet die neue Generation der 125er ein und die ist gelungen. Also gerade für junge Athleten oder auch viele Ältere, die einfach Lust auf einen Zweitakter haben. Es ist schön, dass Yamaha die Zweitakter nicht aussterben lässt, sondern jetzt wirklich für 2022 weiterentwickelt hat. Es freut mich riesig und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, den ausführlichen Bericht gibt es dann im Printmagazin.